Sekunden aufzuholen hier im unteren Teil. Wie soll das funktionieren? Zwischenzeitlich ist der 1:17:20. Jetzt sind wir uns dann schon sicher. Der Titelträger kommt aus Österreich. Die ersten drei. Oh, 1:14, 1:14:80. Da fällt sie jetzt zurück. Was wird es am Ende sein? Dann geht sie, denke ich, in Richtung 1:14:14. Die Bestzeit gesamt 2:54:36. Ja, 1:12 ist immer gut, dann bist du vorne mit dabei und Benno Kalten tut das. Hier wenig Probleme. Da wieder eine sehr gute Zeit bei der letzten Moment. 1:11:90, da hat er zwar nochmal Gas gegeben hier im unteren Teil. 6:17 in etwa, nächste 1:09:81. Da kämpft er jetzt gegen die Zeit von Diego Schaffert. Markus Geiser, der dürfte auch da schon Erwin Tagger einreihen. Jetzt gibt es möglicherweise gleich einen neuen führenden Thomas Braunhofer. Der Markus Geiser mit 1:21:86. Auch er ist jetzt hier gut unterwegs, der Johann Reiter. Für Werner. 1:09:26. Nächste Zwischenzeit ist er vorbeigekommen. Da ist er schon. Da sieht der Matteo Clara. 1:07:17. Ja, Wahnsinn. Der braucht überhaupt keinen Vorsprung mehr aus dem ersten Durchgang. Vielleicht kann er sich ja noch davor setzen. Es würde sogar noch zu Rang 1. Nimmt man mal den Vorsprung aus dem ersten Durchgang. Die nächste Zwischenzeit. 1:08:29. Hat er ein bisschen verloren. Da fährt er jetzt um 2 und 3. Ein um die andere Zwischenzeit kürzelt hier 1:07:55. Auch er ist wieder klar auf Führung. Wieder an der Strecke hier unterwegs und lässt sich diesen tollen Sport. In der Zwischenzeit hat auch im Übrigen Ehrenpreis gestiftet. Dafür möchten wir uns ganz